So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir sind immer noch hier in Nürnberg und wir sind jetzt hier angekommen beim Ans Tea House, ja. Was ist das? Da gibt es Tee, also so eine Art Bubble Tea sozusagen. Also da sind auch so Toppings mit drauf, alles. Hier gibt es aber auch vietnamesische Sandwiches. Hier gibt es auch neue Sommerrollen, kann man hier sehen oder auch nicht. Zwei Stück, 4,50 mit Hühnerfleisch, mit Rindfleisch, mit Shrimps, Tofu. Könnt ihr euch die Füllung selber im Prinzip mit auswählen, genau wie bei diesem vietnamesischen Baguette. Könnt ihr auch mit allem nehmen, ob ihr das mit Tofu nehmt oder mit Rind oder mit Huhn oder allem. So sieht das hier aus. Ne? Hier stehen die Tees alle aufgelistet. Hupsi hat sich jetzt hier einen Strawberry Milk Tee gegönnt. Groß, habe ich gesagt, damit ich auch mal probieren kann. Mit einem Apfeltopping. Ne? Wieso ist das rot? Ach, das ist so. Topping ist unten jetzt. Versteht ihr das? Topping ist unten. Und ich habe mir jetzt mal hier so ein Baguette versucht zu ordern. Gucken wir mal. Pupsi sitzt nämlich hier drin hinter mir. Hier gibt es nämlich keine Türen. Ihr hüpft hier einfach zum Fenster rein und dann seid ihr drin und könnt da drin essen. Guckt euch mal den Unterschied an. Vorher, ja. Nachher. Vorher, nachher. Und das ist nachher, das wollen wir jetzt mal probieren, deswegen stelle ich euch mal kurz dahin. Eieiei. So, sieht gut aus, Atmosphäre ist da, Belichtung ist da. Ans Tea House, ne? Sprühen wir es mal ran ans Tea House. Probieren wir mal kurz. Deswegen hast du auch immer so ein dickes Röhrchen, dass die ganzen Kugeln da rauskommen und dir ins Gesicht fliegen. Ich verstehe es immer noch nicht. Bubble Tea, bei uns war das dann verboten, weil so viele Leute einfach dran erstickt sind. Jetzt ist es wieder da. Wahrscheinlich wegen Überbevölkerung haben sie die wieder eingeführt, dass die Leute wieder zugrunde gehen. Ist trotzdem natürlich was Besonderes. Habt ihr schon mal Bubble Tea getrunken? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt warten wir dann aufs Essen. Vor allem diese... Vor allem diese Sommerröllchen und alles andere dazu. Nach was wird wohl Milch mit Erdbeergeschmack schmecken? Natürlich nach Zitrone. Das hat geschmeckt wie ein Erdbeermilchshake mit Gummibällen, die richtig weich waren. Ob die jetzt Apfel sind oder nicht, habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt. Ich habe die einfach runtergeschluckt und nicht zerkaut, deswegen habe ich keinen Geschmack gehabt. Die sind beim Saugen an dem Röhrchen direkt hinten reingeschossen, deswegen kann ich da immer nicht... Wir probieren nochmal. So, da ist eins. Richtig apfelig. Da hätte ich aber einen Apfeltee genommen. Ach, einen Apfelmilchtee, ne? Mit Erdbeertopping. Das wäre mein Favorit gewesen. So, wir sind zurück. Das Essen ist da. Und wir möchten euch das mal kurz zeigen hier. In diesem Körbchen. Schön angerichtet, oder? Habt ihr schon mal so ein schönes Körbchen gesehen? Riecht irgendwie wie so Gemüsesuppe aus dem Automat. Das verströmt so eine richtig gemüseartige Note, ja? Sieht auf jeden Fall frisch aus. Ihr habt den frischen Salat drauf. Ihr seht ja auch schön Paprika oder Chilis drauf geschnitten. Ihr habt hier Soße dazu. Hab's auch extra scharf genommen. Können Sie aber hier rausnehmen. Können es euch nochmal so zeigen. Zack, das sieht gesund aus, oder? Und guckt euch mal die Sommerrollen an. Das sind keine Frühlingsrollen. Das sind Sommerrollen mit Hoisin-Soße. Ich dachte eigentlich, Hoisin ist immer so dunkel. Das sieht aus hier wie Erdnusssoße fast. Und jetzt, was ich besonders interessant finde, das ist hier in so einer durchsichtigen Hülle drin. Und die ist richtig schön, die könnt ihr hier nehmen, die könnt ihr hier so ziehen. Guckt euch die Hülle an. Pupsi hat gesagt, das kann man bestimmt nicht essen. Aber doch, dann ist es ja die Hülle. Die klebt auf jeden Fall, sieht interessant aus. Ihr könnt alle Innereien entdecken. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Vielleicht ist es auch nicht so schön, dass man das die ganze Zeit in der Hand rumzerrt, aber ich habe eh kein Besteck, also werde ich es gleich so probieren und essen. Möchtest du auch probieren, Pupsi? Wow! Wir beißen mal hier ab von diesem... Sieht aus wie ein Kondom gefüllt. Nein, wir probieren jetzt erstmal kurz so. Da ist doch schön Reis mit drin.
Mhm. Mhm. Schmeckt irgendwie sehr minzig. Minzig, wie irgendwelche Heilkräuter oder so. Auf jeden Fall heftig gesund. Jetzt tunge ich das aber mal hier rein. Keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wir tunken es einfach mal da rein. Probier nochmal. Mmh. Also Pups, ich würde empfehlen, probier es am besten nicht ohne Soße, am besten mit Soße direkt. Hast du ein ganz anderes Erlebnis. Du kannst natürlich den Vorher-Nachher-Test machen. Ohne Soße und mit Soße. Ist auf jeden Fall schön frisch. Und die Soße hat auch, ich weiß nicht, ich würde das trotzdem nicht als Hoisin-Soße ansehen, außer sie haben bei uns immer betrogen, wenn sie Hoisin-Soße gemacht haben. Weil bei uns ist die immer richtig so ölig und dunkel, schmierig und ein bisschen säuerlich. Die hat schon fast wie eine, fast so eine Erdnussnote, ein bisschen nussig kommt mir das vor. Aber ich mag ja immer Erdnusssoße oder Erdnuss irgendwas bei Nudeln oder beim Chinamann oder beim Vietnamann. Deswegen finde ich das eigentlich richtig genial. Wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal hier das essen, das noch ein bisschen abkühlen lassen und dann uns zurückmelden, wenn wir in das Große reinbeißen und das Große verspeisen. So, nachdem wir jetzt die leckere Vorspeise weggeputzt haben, ne, werden wir uns jetzt mal hier dem dicken, fetten Brötchen widmen, was natürlich auch sehr frisch aussieht. Pupsi hat gesagt, sie mag nicht probieren, weil das ist ein Brötchen. Pupsi isst keine Brötchen, ne, sieht man ja, deswegen. Was heißt denn das schon wieder? Nix. Wir beißen jetzt einfach mal hier rein. Ist ja auch mit Hühnchen. Eben, das war auch mit Hühnchen und das war im Prinzip gerade Reis, Papier, ja, Reis. Das wird angefeuchtet, dass das dünn wird, durchsichtig. Und dann kannst du alles da reinpacken, ne? Wenn du mal wieder Leichen im Keller hast, wickelst du einen in Reispapier. Ist ein bisschen doof, kann man ja durchgucken, aber sieht lustig aus auf jeden Fall. Und es klebt und ist gesund. Hm. Was ist das? Du beißt wieder auf irgendwelche Kräuter oder Gemüse, was du bei uns noch nie hattest oder noch nie probiert hast. Wir haben auch verschiedene asiatische Restaurants oder sowas, aber die sind Geschmäcker drin, die habe ich im Leben noch nie gehabt. Auf jeden Fall alles neu und erfrischend. Mmh. Hier in der Seite seht ihr das Fleisch, das Hühnchen. Das ist auch richtig schön saftig. Und irgendwie auch, hat es irgendwie so Röstaroma. Ich weiß nicht, wie das gemacht ist. Wenn das normal einfach gekocht ist, dann ist es immer weiß. Und das war's. Das schmeckt, als wäre es irgendwie voll in Soße eingelegt. Ihr habt hier so viel Grünzeug mit dabei. Also auch hier eine wunderbare, würzige Note. Ich merke auch eine Schärfe an der Lippe. Bestimmt durch diese rote Soße, die da drauf war. Mmh. So, habe jetzt gerade Pupsi überredet, doch auch mal zu probieren. Sie sagt, ja, ist okay. Ne? Ich glaube, sie ist nicht so begeistert. Sie ist, weil ein Brötchen drumherum ist natürlich. Zwischendurch habe ich gedacht, ich esse eine Frühlingsrolle auch. Nee, nicht eine Frühlingsrolle, ich esse Sushi. Weil das auch immer schön mit Gemüse und allem drum und dran ist, also weiß ich nicht. Das hat so eine Geschmacksvielfalt, passt auf jeden Fall, sieht frisch aus, würde ich sagen. War es gut, dass wir in diesen American Shop vorhin sind. Da haben wir nämlich hier, sind wir durch die Gasse gelaufen, haben das gesehen, haben gesagt, da muss ich nachher unbedingt mal dieses vietnamesische Baguette probieren. Habe ich nicht bereut, würde ich öfters essen, gibt es bei uns leider nicht. Muss mal nochmal nach Nürnberg fahren, extra für so ein Brötchen, ne? Habt ihr das schon mal probiert? Wart ihr schon mal in Nürnberg hier? Habt ihr das schon mal gesehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. So, eigentlich wollten wir gerade losziehen, weil wir fertig waren. Pupsi hat sich schnell noch ein Bubble Tea. Na, es ist ja kein
Es ist ja eigentlich ein Milchtee, ja? Fupsi hat sich schnell noch einen Milchtee geholt. Diesmal einen Kiwi, weil sie unbedingt Kiwi probieren wollte. Mit was? Immer noch Apfel. Blubbers, ne? Also Kiwi mit Apfel. Ihr hat aber davor der Erdbeer besser geschmeckt, weil der halt schön fruchtig war. Und Kiwi halt ein bisschen säuerlich ist, aber das haben Kiwis ja so an sich. Ich habe auch probiert, schmeckt auf jeden Fall trotzdem genau nach Kiwi. Also Geschmack ist original. Und gerade wollten wir losziehen, da kam hier der Besitzer, weiß ich nicht. Die Schäfe kam an und hat gesagt, wollt ihr schon los? Ich wollte euch gerade noch so einen vietnamesischen Eiskaffee anbieten. Auf Kosten des Hauses. Der steht auch hier auf der Karte drauf. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das seht, ist eben alles unscharf. Vietnamesischer Eiskaffee mit gesüßter Kondensmilch. Der wurde uns jetzt hier gebracht. Ist auch hier in so einem Deep-Bottich. Ihr seht, da sind Eiswürfel drin. Den soll man auch rummachen, bevor man den trinkt. Deswegen schüttelt man den mal ordentlich. Und nicht wie Pupsi, die dieses Ende nimmt und hier reinsteckt, drehen wir es rum, nehmen dieses Ende und mit Kavums, zack. Und schon könnt ihr euren vietnamesischen Eiskaffee genießen. Wir probieren mal, Pupsi probiert mal. Jetzt habe ich auch ein Getränk, womit ich durch die Stadt laufen kann, damit ich nicht so alleine aussehe, weil Pupsi ja noch ihren Tee hat. Jo, schmeckt nach Kaffee, nach Eiskaffee, ist gekühlt. Darfst du gerne probieren. Ich bin ja eigentlich nicht so der Kaffeetrinker. Aber Eiskaffee geht, kann man immer mal wieder mitnehmen. Sehr lecker, sagt Pupsi. Mit gesüßter Kondensmilch. Also, du bist zufrieden? Hast du nicht bereut, dass wir hierher gekommen sind? Ich auch nicht. Ich nehme beides. Auf jeden Fall trotzdem auch sehr freundlich hier. Schickes kleines Lokal, sage ich mal dazu. Selbst wenn man hier sitzt, Fenster auf bis hinter. Alle paar Sekunden jemand hier vorbeiläuft, einen direkt hier auf dem Präsentierteller sieht. Ich habe mich hier wohlgefühlt. Eine kleine und gemütliche Runde, freundliches Personal, sonst was. Es hat geschmeckt, es war mal was anderes auch. Und das war es jetzt aber wirklich von meiner Seite aus, von Pupsis Seite aus. Und ich kann es euch nochmal hier zeigen. Ne? Banh Mi, guck dir das an. Kommst mal her, probierst mal so ein vietnamesisches Baguette. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.